che ci sarà sempre il nostro impegno per cercare di dimostrare che un'Europa anche dei territori e anche delle regioni è possibile. Noi vogliamo dare una mano a lei, così tanto impegnato a cercare di portare avanti questa sfida. Vi facciamo un augurio di buon lavoro di spirito europeo. Mr. President, you seem to be here in large crowds of deeply convinced Europeans, but this is of course not your daily business. You are actually submerged by people who stress their fatigue of further integration, fatigue and enlargement. We face a discourse of European endism. Silonka has written a book about the end of Europe. What we actually face is a great experiment, and experiments have difficult faces now and then. And the question is, do we start a new, do we have the strength to start a new, and then deeply convinced that we have such. Before I give the floor, let me call one final sentence by Sukar Hoffman, who is one of the founding philosophers of ALPA, who said, to live is to solve problems. And that is actually the message we have to heed. Mr. Juncker, the floor is yours. Give us some hope about the future of Europe. Meine Damen und Herren Abgeordnete, Minister, Landeshauptleute, verdienstvolle Mitglieder vom ALPAS, für viele von Ihnen, weil ich sehr liebevoll war. Auf offizieller Vergabe habe ich meine Rede vor 2 Minuten zu verkaufen. Ich wollte Ihnen aufmerksam sein. Trotzdem möchte ich einige Worte aus dem gegebenen Anlass noch herrschen. Ich war zum ersten Mal in Albach 1997, Herrn August. Ich war damals der Vorsitz des Europäischen Rates und war auf einer Reise zwischen Schweden, Slowakei, damals war Herr Mitscher Premierminister. Slowakei, Albach war danach ein regelrecht wohlverdienter Kunde. Und so ist es auch dieses Jahr. Nach einem etwas anstrengenden Jahr bin ich froh, wieder in Albach zu sein und auch froh, in Tirol zu sein. Ich habe mich sehr darüber gewundert, dass Kommissionspräsidenten nicht regelmäßige Gäste in Albach sind. 1921 war ich aktiv.
sozusagen kommen von den Vorderstücken, die wir zerstört standen und davon zurückkehren, gesagt haben, nie wieder Krieg. Aus diesem ewigen Nachkriegsgebet wurde ein politisches Programm entwickelt, das bis heute wird Zeit haben. Nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Europa ist nicht nur ein Projekt für die Europäer selbst, sondern auch ein Beitrag zu diesem kollektiven Werk der Menschen, die versuchen, aus unserem Planeten ein besseres Ort zum Leben zu machen. Und dort hat Europa eine prioritäre Aufgabe, der er sich immer wieder stellen muss. Wir haben es geschafft. 1989, 90, die europäische Geografie und die europäische Geschichte wieder den Anzug zu verfüllen, dadurch, dass wir die Europäische Union nach außen mit Europa ausgedehnt haben. Nicht im militärischen Sinne des Wortes, wie dies das Habitus früher erinnert war, sondern auf den Wunsch der eine Antwort formulieren, die froh waren, der europäischen Familie wieder respektvoll zugehörig zu sein. Wir haben es geschafft, den größten Binnenmarkt der Welt auf die Beine zu stellen. Es gibt keinen größeren. Der amerikanische Binnenmarkt ist kleiner als der europäische. Und das wird bloß jetzt nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen und nicht kaputt machen lassen. Wir müssen diesen Binnenmarkt weiter entwickeln, in Richtung Digitalisierung. Das ist ein Thema. Es gibt sie auf dem Weg, also werden Ende September folgen, schafft Arbeitsplätze, schafft Mehrwert über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr, kommen der europäischen Wertschöpfung zu, dann ist der digitale Binnenmarkt vollumfänglich funktioniert. Dieser Binnenmarkt braucht eine Kapitalmarktunion, braucht überhaupt mehr Binnenmarkt dort, wo ungenügend Binnenmarkt, Wachstumschancen, ungenutzte Sprache ist. Ich habe gesagt, das dürfen wir uns nicht kaputt machen. Da bin ich mal am Thema Grenzen. Die Grenzen sind die schlimmste Erfindung, die Politiker hier gemacht haben. Grenzen nicht als trennendes empfunden, sondern als Brücken. Wer diese Brücke einpasst, der versündigt sich am Schicksal Europas. Und deshalb müssen wir in der Flüchtlingsfrage sehr aufmerksam sein und auf alle Zwischenzonenpläne achten. Da gibt es viele, die nicht so sind, dass es sie absolut gutieren würde. Die Flüchtlingsfrage ist zuerst ein Drama für die Flüchtlinge. Für die richtigen Flüchtlinge. Für die, die vor Gewalt, Terror und Krieg und Hunger flüchten. Sie und ihre Kinder gehören unsere maximale Sicherheit. Vieles, was an Bedenkenswerten geäußert wird, stimmt. Aber das ist nicht gut genug, um den Menschen, die auf der Flucht sind, den Rücken zu kehren. Und was auch nicht geht, ist, was man pauschalisiert. Das macht keinen Sinn. Ich weiß auch, dass es dass mit den Flüchtlingen Terroristen nach Europa gekommen sind. Aber viele waren schon vorher da. Ja, und viele von den Terroristen durchgeführt haben in den letzten Monaten, sind in Europa, sind in Berlin, sind in Brüssel, sind in Paris und in Kampen. Die wurden nicht importiert, die wurden großgezogen in unserer Gesellschaft. Und wir haben auch
Zusammenhang. Und ich hätte auch gerne, dass die Türken frei reisen können. Ich habe hier mit Herrn Erdogan, den ich seit 20 Jahren kenne, in letzter Zeit etwas angestrengt, was dies vorher der Fall war. Aber es geht ja nicht nur um Erdogan, der im Übrigen einen demokratischen Fortschritt in der Türkei bewirkt hat, bevor er in die andere Richtung losmarschiert ist. Es geht um das türkische Volk. Die Frage, wie es weiter, der im direkten Zusammenhang mit den Vereinbarungen in Sachen Flüchtlingsunterkommen steht, kann schon erst mal vorangeführt werden, wenn alle Bedingungen Terrorgesetze nicht geschützt werden, um Intellektuelle, Wissenschaftler und Journalisten ins Gefängnis zu bringen. Das ist das. Wenn ich diese exzessive Gebrauch des Prozesses hier einführen darf, hat die vorgenommen die Bürokratie andere. Wir haben 400 Gesetzestexte zugesagt. Wir starten jedes Jahr mit 23 neuen Initiativen, wir haben die vorgenommen zu 130 neuen Initiativen. Es finden also weniger Bürokratie, weniger Regulierung statt. Es findet aber keine Abrüstung. Also die rhetorische Begleitung dieses Prozesses wird im Gegenteil im Europäischen Parlament, in einigen Regionen, wird immer noch der Bürokratieabbau gefordert und sich sehr beschwert, dass die Kommission diesen Ergebnis nicht so regelt. So, in Europa ist es so, dass man 6 Monate lang die Kommission beschimpft, dass sie zu sehr in der Bürokratie draufsattelt, und 6 Monate sie beschimpft, dass das Pferd nicht anständig gesagt wird. Der Fahrtenbewegung, was ich höre, die meistens in politisch aktiviert, auch die europäischen Kostüme schlimmsten zu üben. Wobei ich der Meinung bin, dass die Kommission sehr viel Kritik verdient. Nicht so viel wie die Regierung. Ich weiß es besser als alle anderen. Wenn Sie Kommissionspräsident werden, werden Sie noch mehr Kritik in der Kommission ausbilden. Ganz einfach, weil Sie ja wissen, erklärt, dass man Italien, Griechenland und Malta ermöglicht, auch die
sehr neu, dass auch wirklich alter Italien Griechenland darf man mit der Flüchtlingsfrage nicht allein lassen. Wir haben Vorschläge gemacht, die sogenannte Kurvenregel. Das heißt, ein solidarisches Aufteilen der Flüchtlinge auf die verschiedenen europäischen Länder, weil es nicht sein kann, dass Italien Griechenland und Österreich, Schweden und Deutschland die Lastenfahrt allein tragen. Das würde auch nicht stimmen. Das sagt man so in Österreich, das sagt man so in Deutschland, das ist nicht pro Kopf ergibt sich eine völlig andere. Aber immerhin, die Masse, die Österreicher und die Deutschen machen zu sagen, haben ist schon ein besonderes Gewicht. Man muss also solidarisch handeln, alle Regeln. Im Innenminister haben wir einen Beschluss getroffen, dass solidarisch aufgeteilt werden, so zwei Regierungen zählen dann die Europäische Österreichische Kommission. Wir sind in Österreich in zweiter Es wird eine europäisch festgelegte Norm nicht mehr respektiert. Einige Organisationen sogar dafür ein, über eine festgelegte europäische Norm. Der geschützte Ausgrenz. Ich höre und lese, dass es dringend kommt. Die Kommission hat am 15. Dezember letzten Jahr seinen Vorschlag gemacht. Die Regierung hat überhaupt nicht zugehört, bevor sie einigermaßen sich untereinander verständigen. 15 Tage, das heißt zwei Wochen. Hat die Kommission einen neuen Vorschlag gesagt, Aufnahme und Sprechstoffhandel. Bis jetzt, das war sehr dringend, muss sofort passieren. Bis jetzt ist noch keine Einigung. Die endliche Form stand. Ich sage das, nicht weil ich die Kommission verteidigen möchte, sondern weil ich die Kommission auch alles gut sein möchte. Nämlich, dass wir tun, was wir können, uns redlich bemühen, in all diesen Fragen zu finden. Dies in besseren Assoziationen, als dies bislang der Fall war. Die europäische Sicherheit und Außenpolitik, die ich nicht darüber geredet hätte, in diesen Tagen, wobei ich mir gerne anfühlen wollte, dass wir eine gemeinsame europäische Außenpolitik brauchen. Die Sinn zu einer gemeinsamen europäischen Verhaltenspolitik mit dem Endziel, auch eine europäische Armee eines Teils zu verfügen haben. Mit unserer Rolle in der Welt gerecht zu werden. Da muss man nicht mit der NATO sein. Ich glaube, wir haben hier schon die Schüttelfrost kriegen. Was sagen, es reicht, wenn man sich an diese europäische Armee beteiligt, die ja keine klassische Armee sein kann, natürlich über den Kriegswissen und Notwendigkeitsanbelang, sondern hat einfach etwas mit der Erwerbung unserer Rolle in der Welt zu tun. Diese in der Welt steht in Gefahr, nicht nur der Brexit. Das ist ein unschöner Moment, den man wird überwinden müssen, wobei unsere Freunde wissen müssen, dass sie nicht freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben können, wenn sie Freizügigkeit der Arbeitnehmer nicht sicherstellen. Ohne Freizügigkeit der Arbeitnehmer gibt es keinen Zugang zum europäischen Globalisierungs- und Europäisierungsprobleme muss uns dazu ermahnen, auf dem als richtig erkannten Weg weiterzumachen. Man muss, um sich in Europa nicht zu verlaufen, Europa nicht nur mit der Lupe betrachten, das wäre schon manchmal angebracht, weil wir wissen eigentlich übereinander nicht sehr viel. Das wissen wir hier über die Lampe. Europäische Union. Und was wissen die Leute über die Tirol? Nicht nur über Tirol, haben wir nie genug erfahren. Und die sind nicht nur lustig, die sind auch tüchtig. Das ist auch gleich. Wir wissen nicht nur über die Tirol, aber die Tirol ist extra. Wir werden immer wieder die Stadt,
30 Jahren. Die Chinesen haben das erkannt. Die sind nur afrikanischen Ländern präsent. Und wenn ich mir meinen afrikanischen Freunden denke, sagen die, das ist unanständig, keine blöden Fragen. Während wir